mitten im Hunsrück, im kleinen Ort Beulich, der Wiesenhof von Familie Wölbert. Gut 100 Milchkühe stehen hier. Im hochmodernen Stall bewegen sie sich frei. Wenn sie wollen, gehen sie selbstständig zur automatischen Melkanlage. Da sollte auch Bauer Oswald Wölbert zufrieden sein. Zumal, wenn ein Milchprodukt wie die Butter Rekordpreise erzielt. Aber das Idyll trügt. Auch hier im Stall grassierte die Blauzungenkrankheit, schwächte die erkrankten Kühe. Das sind einzelne Tiere, wo es dann halt eben heißt, das wird dann auf dem Bildschirm auch gezeigt, niedrige Leistung. Und dann über ein paar Tage hinweg, aber die Tiere fühlen sich doch dann nicht so wohl. Ist nun mal klar, wenn man krank ist, dann ist man halt eben nicht fit. Und bei den Tieren ist das genau dasselbe. Trotz Impfung erkrankten Tiere an der Blauzungenkrankheit. Sie sind zwar wieder auf den Beinen, aber wenn sie in den automatischen Melkstand gehen, registriert der Roboter bis heute oft eine niedrigere Milchmenge. Und das ist dieses Jahr nicht die einzige Sorge von Oswald Wölbert. Auch mit der Qualität der Milch gibt es Probleme. Das Gras war bei der Ernte sehr nass. Das Futter daraus enthält deshalb weniger Nährstoffe. Die Folge: weniger fette Milch. In diesem Jahr ist der Fettgehalt gewaltig runtergegangen, gerade nachdem wir angefangen haben, den ersten Schnitt zu verfüttern. Es ist einfach keine Rohfaser drin, also zu wenig Rohfaser drin und zu wenig angewelkt. Grassilage hört angewelkt, sodass sie letztendlich eine Trockensubstanz hat von so ca. 30%. Wir haben gerade gut über 20 und da ist halt eben dann kein Fett in der Milch zu erzielen. Um die Qualität der Milch zu verbessern, mischt er aus dem Silo Kraftfutter bei. Das ist teuer und kann doch die fehlenden Nährstoffe im Grundfutter nicht komplett ersetzen. Ein wirtschaftliches Problem, denn schon kleine Einbußen beim Fettgehalt mindern den Verkaufspreis der Rohmilch. Also wird immer nach Qualität bezahlt und halt eben nach den Milchinhaltsstoffen, Fett und Eiweiß. Das ist ein Grundpreis mit 4% Fett und 3,4% Eiweiß. Und dann kommen dementsprechend Abschläge oder Zuschläge dabei. Das heißt also, wenn ein höherer Fettgehalt da ist, gibt es mehr Geld. Denn das Milchfett ist für die Molkereien ein besonders wertvoller Rohstoff. Ob Butter, Joghurt oder Käse, für viele Produkte braucht es Fett. In der Verarbeitung läuft die Rohmilch im ersten Schritt durch eine Zentrifuge. Dort wird sie in Sahne und Magermilch getrennt. Aus der Sahne wird die Butter gewonnen. Der Rahm wird dazu so lange geschlagen, bis sich erst Körner und schließlich eine einheitliche Buttermasse bilden. In Talfang wird die Milch vom Wiesenhof bei der Molkerei Hochwald verarbeitet. Für Milchprodukte gelten längst die Regeln globaler Märkte. Hier im Hunsrück wird vor allem Kondensmilch für den Export hergestellt. Die Paletten gehen nach Saudi-Arabien. Dort ist Hochwald Marktführer für Kondensmilch. Auf dem Markt für Milchfett gebe es zurzeit eine Knappheit, erklärt der Geschäftsführer. Das liege zum Teil am geringeren Fettanteil der Rohmilch durch die Qualitätsprobleme beim Futter. Aber nicht nur daran. Zweiter Punkt ist, wir haben aus der vorhandenen Milch wird aktuell mehr Käse produziert als Magermilchpulver. Das heißt, das Angebot an Fett wird dadurch geringer, weil einfach durch die Käseproduktion weniger Fett anfällt als durch die Magermilchproduktion. Heißt, insgesamt ist das Angebot sehr knapp an Fett. Fett ist aber der Rohstoff für die Butterproduktion. Deshalb macht sich der Fettmangel hierzulande besonders im steigenden Butterpreis bemerkbar. Auf der Nachfrageseite haben wir einen sehr stabilen Markt. Im Inland eine stabile Nachfrage trifft auf ein knappes Angebot, heißt, die Preise steigen und teilweise explodieren sie sogar. Ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit erreicht der Butterpreis deshalb nun ein Allzeithoch. Das 250-Gramm-Päckchen der Handelsmarken der Supermärkte ist so teuer wie noch nie. Der bisherige Rekordpreis lag bei 2,29 Euro im Herbst 2022. Aktuell sind es 2,39 Euro. Auch die Markenbutter erreicht einen neuen Rekordpreis. Sie kostet jetzt 3,59 Euro. Obergeckler in der Eifel. Am Ort gibt es noch zwei Milchviehbetriebe. Einer davon der Hof von Familie Kotz. Kurt Kotz ist Landesvorsitzender der Milchviehhalter. Er sagt, die Bauern bräuchten dringend höhere Preise für Milchprodukte. Aber der Preisanstieg bei der Butter jetzt komme bei ihnen nicht an.
Mit zuletzt 44 Cent sei der Milchpreis immer noch viel zu niedrig. Ja, das Gefühl ist halt Ärger. Das ist Ärger darüber, dass halt auf der einen Seite, jetzt haben wir mal eine günstige Marktsituation und wir sind wieder mal außen vor. Ändert sich die Marktsituation, wenn die Preise fallen, dann erleben wir die Reaktion sehr schnell und in großen Schritten. Das ist jedes Mal der Fall. Wir haben dieses Auf und Ab ja schon öfter gehabt. Und aufwärts ging es nur langsam und abwärts geht es sehr schnell und in großen Schritten. Im Hunsrück sieht es Bauer Wölbert vom Wiesenhof positiver. Zurzeit ist der Milchpreis okay, aber er darf nicht niedriger werden. Weil jetzt kann man eben mal mit wirtschaften und kann sagen, okay, es rechnet sich. Und seine Molkerei Hochwald wird als Reaktion auf die Fettknappheit im kommenden Jahr die Fettbezahlung verdoppeln. So bleibt vom Rekordpreis der Butter zumindest etwas bei den Milchbauern hängen.